Herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Featuring der rote Mann am Boot. Ja, ist heute auch mit dabei. Und letztens haben wir eine Version übersprungen, das war die 0.50. Ja, und heute haben wir die 0.51, die 51. Wir haben die. Oh, jetzt geht er runter. Okay. Wir haben hier letztens die Version übersprungen, weil es tatsächlich hier nichts herzuzeigen gab. Und ich bin da auch ganz ehrlich, diesmal ist auch nicht viel dabei. Dafür ist das aber groß und ich sag mal, wer hier das neue Zeug aus der neuen Version selbst erkunden möchte, ja, der dreht jetzt besser mal ab. Denn bei mir geht's jetzt direkt dorthin ab. Also bis gleich. Jo, meine Lieben, da sind wir jetzt auch wieder in den Höhlen hier angelangt. Ja, ich bin hier, ihr wisst, wo das ist. Ja, und das rockelt und zockelt hier ein bisschen rum. Und wir haben auch das Brummen wieder. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, das erste Mal, als ich hier gewesen bin. Und wir haben hier auch die Sahara-Schlüsselkarte im Gepäck. Ja. Die wird ja hier benötigt. So, das heißt ein bisschen Zahn zulegen. Da ist auch die letzte Zeichnung hier vor der Tür, wo es wieder mal ein bisschen hier rausbrummt und auf jeden Fall auch ja, rausklabautert, sage ich mal. So, und das Ding hier möchte jetzt von uns die Schlüsselkarte. Wie gesagt, hier an dieser Stelle, wer das selbst erkunden möchte, dreht hier am besten ab. Ja, ich mache hier mal los und sag: Gut, ich gehe das jetzt gemeinsam mit euch erkunden. Schlüsselkarte, hier geht's los. Ich hole die raus. Ja, das muss nicht sein, wenn ich hier rangehe und E drücke. Dann geht das auch, ohne dass ich die Schlüsselkarte hier raushol. Wow. Jo, das scheint mir hier erstmal. Was ist das? Ja, eine technische Anlage hier zu sein. Rote Farbe. Los geht's. So, erstmal hier rauf. So, schlag mal vor, wir gehen hier rüber. Oh. Okay, hier scheint es definitiv eine Megan zu geben. Ja, die Schulfotos von Megan. Das ist auch ein bisschen schwer alles zu erkennen, aber irgendwas steht hier von, wenn du eine Scheidung einreichst, wirst du das bereuen. Und dann so ein Bild von einem kleinen Mädchen. Ja, das scheint, weiß nicht. Jessica kann ich hier noch ablesen. Ja, und Megan. Ja. Oh Mann, oh Mann. Wieder mal, ich weiß nicht. Ich hätte hier erstmal gesagt, dass es geht um vermisste Kinder. Aber nachdem es hier. Okay. Nachdem es hier auch um eine Scheidung geht, die im Text vorkam, müsste hier interessant sein zu wissen,
was im restlichen Text drin steht. So, wo gehen wir nun lang? Mann, oh Mann. Ja, komm. Nee, oder? Mickey erzählt Lügen. Das sieht hier nicht nach... Na, ich weiß es nicht. Das ist schwierig zu sagen, ob das hier nach einem Timmy aussieht oder nicht. Das ist ein bisschen mädchenhaft, ist das Ganze hier schon, ne? Bis auf den Roboter hier und... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. So, gehen wir mal hier lang. Entweder ist das hier Regen oder das ist, sind die Wasserleitungen, die hier langlaufen. Da ist auch so ein Schraubenschlüssel ist hier, ne? Oh, da geht's wieder hier nach oben. So. Oh. Okay. Das ist hier, ich weiß nicht, der über Speisesaal. Nee, ich weiß es nicht. Ja, das ganz dringend hier irgendein Blatt Papier mit ein paar Formeln drauf, was weiß ich. Der periodische, die periodische Tabelle. Warte mal, was ist denn das hier? 150 Milligramm könnten eventuell nicht genug sein. Das steht hier auf dem Post-it drauf. Und darüber sind irgendwelche Berechnungen von dem Viech. Oh Mann, die kommen, oder? Mutation. Ja, da haben wir ja hier schon mal die Problematik, ne? Ne? Da könnten wir hier mal raustrinken. Oh, da gibt's... Nee. Hinsetzen. Ja gut, mir reicht's. Mir ist jetzt gerade nicht nach hinsetzen. Notebook. Was ist das denn? Das ist ja nicht nur eine Tür, oder? Ich denke mal nicht, dass wir hier alleine sind. Sei ein guter Nachbar. Haha, ja. Hier was zu essen. Nee, ich denke wirklich nicht, dass wir hier alleine sind. Ich weiß aber nicht. Jüngere Haut durch Innovation. Ich weiß aber auch nicht, was die Geräusche hier teilweise genau verursachen könnte. Ob das nicht hier so ein Kratzen vom Stuhl am Boden ist, wenn ich gerade mal dran vorbeilaufe. Oh, das lässt sich ja hier gar nicht entziffern. Geld rein, Essen raus. Hier ein Pack. Kohle nehmen wir mit. Sahara, da haben wir es wieder. Sahara, das ist ja hier. Haben wir auch die Schlüsselkarte von, ne? Von der Sahara. Das, die Frau Sahara ist womöglich nicht gerade eine freundliche Frau hier. Da gibt es ein paar Mutationen. Das ist nicht gerade toll, ne? Hier, Fortschritt durch Entdeckung. Sahara. Wunderbar. Werbung machen können die hier. Gut, geht's da wieder nach oben? Man weiß es nicht. Oh. Sollen wir hier raufgehen? Ja, wagen was. Wir können ja hier später, denke ich, nochmal erst zurück auch. Schraubenschlüssel, Bohrmaschine, Wasser läuft hier. Jetzt nochmal, Gott sei Dank ist hier beleuchtet, ne? Haha. Nee! Oh Mann, oh Mann. Ja, hier ging's aber erstmal rapide hier bergab, ne?
Ach du dickes, fettes. Ja, hier haben wir Malfarben, selbstgebasteltes Boot, Zeichnungen. Eine Tür, die piept. Oh, Moment. Moment. Erstmal gucke ich. Ich wollte eigentlich sagen, erstmal gucke ich mich hier um, aber man sieht, ich beginne zu randalieren. Aus unerklärlichen Gründen. Magazin. Ja, der ethische Wissenschaftler. Ancient Artifacts. Ja, ganz, ganz uralte Artefakte. Dings wurden hier gefunden. Regenbogen, Teddy und ein Boot an die Wand gezeichnet. Kleine Kätzchen, sei ein guter Nachbar. Das Buch scheint hier ein Top-Renner zu sein. Nee. Ein Projektor, ein Stofffetzen hier. Ja, die haben auch ein Thermostat hier drin, ne? So ein Teilchen zum Temperatur einstellen. Kleine Kätzchen scheinen hier auch groß. Oh. Ja, wenn ich erwachsen werde, möchte ich hier ein Richter sein. Nee, was der Lawyer? Ja, irgend sowas, ne? Ja, auf jeden Fall gibt es hier immer wieder die gleichen Sorten Bücher. Und ein Roboter ist hier wieder drin. Da vorne ist eine Tür offen. Oh Mann. Und hier piept auch irgendwas. Und es gibt hier auch andere Geräusche. Irgendwas schleimt hier rum. Oh nee. Was ist das denn? Ach so. Observation Room A. Ja, Beobachtungsraum A. Irgendwas schleimt und kreischt hier noch kräftig ab. Beobachtungsraum A. Ne? Wunderbar. Oh, da ist du Schleimer. Das ist hier. Ich weiß nicht, was ist denn das hier für ein Kinderhirn, Wäschezentrum, wo wir eigentlich jetzt hier gelandet sind. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Neuer, was das? Ja, Wurst. Irgendwas mit der To-Do-Liste. Wir gucken erstmal auch hier rein in der To-Do-Liste. Was? Die hängen Höhlen erforschen? Das sollen wir? Ja. Einmal hier die Axt, einmal hier die Taschenlampe, bitte. Hier auch alles selbst gebaut. Wir sind jetzt auch in Observation Room B, also im Beobachtungsraum B. Ein Haufen Leichen und andere Viecher. Wir kommen hier durch die hinten. Nee. Ich wollte erstmal hier gucken, was noch vorne gibt. Hier, da kommen wir nicht rein. In den C würden wir wieder reinkommen. Oh, ist das spannend hier, ja. Und da vorne ist auch eine Tür offen. Hier ist D. Im D ist hier weder das Glas kaputt, noch ist hier die Tür hinten offen. Mir gefällt das irgendwie von den Planen her, wie die das hier gemacht haben. Das sieht check aus. Ja, das muss schon mal gelobt werden hier. Ach du schönes Osterkarnickel. Ja, Kollege hier, ne? Beobachtungsraum E, der ist wohl ausgebrochen. Oder hier vom anderen drüben am Ende. Kommen wir hier einfach so dran vorbei? Nee.
Aber so kommen wir dran vorbei. Haha. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier für eine klebrige Masse? Beobachtungsraum H. Ich sag mal, H wie... Ich hau jetzt erstmal hier nach drüben ab. Nee, komm, bleib mal da drin, wo du hingehörst. Und geh mir nicht hier auf den Pieps, wirklich. Hier sind noch ein paar so... Das ist ja abartig hier, ne? Das ist ja schon richtig abartig hier. Irgendwas ist hier irgendwo. Ich höre Musik. Von Megan Cross. Megan Cross. Das wird ja immer besser hier. Oh, eine Orientation Slideshow. So ein Vorstellungs... so eine Vorstellungspräsentation. Ah, na wunderbar. Subjekt 37B5, 12 Jahre alt. Ja, wunderbar. Das Jarius-Projekt. Oh, für Investoren ist es interessant. Und die Eltern spenden auch gerne Geld, ist hier gestanden. Sahara-Therapien. Ja, das Jarius-Projekt. Oh, Matthew Cross. Megan Cross. Na hier, was haben wir hier? Mehrere sexuelle Sexualorgane. Hier irgendwas, Verzerrung. Der hat hier auch mehrere Extremitäten. Gesichtsverzerrung. Hochaggressiv ist er. Anomalie auf beiden steht hier. Was ist hier? Irgendwas, ja. Genau, das hier mit den Eltern und was? Ja, irgendwas hier. Ich denke mal, dass es hier abgezielt auf einen angeregten Kauf von Penicillin oder wie auch immer das hier heißt, was da gestanden ist. Ja, mit einer ordentlichen, motivierenden Mucke und automatischen Türen. Ich denke mal, die haben hier nicht alle Tassen im Schrank, ja? Die Frage ist eigentlich nur... Inwieweit? Ich sage, das ist ja keine Tür. Das ist ein Turm. Es scheint ja hier eigentlich nicht einfach nur willkürlich um Laborversuche zu gehen. Das ist ja hier Therapiezeug, ist das ja hier. Von daher sage ich mal, ich frage mich schon, ja, wie das, inwieweit das hier von der Themenrichtung sich gegenseitig beeinflusst, zusammenhängt. Ja, so ein bisschen Theorie, da ist das, die Zeichnung. Irgendwoher kenne ich die aber. Ist der nicht im Buch? Irgendwo im Buch, ne? Wenn man das Foto hier gefunden hat. Und die haben auch alle so ein... Was weiß ich, was das ist. Die haben sich hier zum Turm ein bisschen was zusammengerechnet. Ja, literweise, megaweise Flaschen und anderes medizinisches Zeug. So dass sogar die Büropflanzen zu kurz kommen. Und nichts mehr geht. Ich finde das gut hier vom von diesem Whiteboard-Effekt. Ja, das Aufgemalene, das kommt hier richtig gut rüber. Wie beim Whiteboard eben. Oh, guck mal hier, was geht hier? Nee, ich will das lesen. Ach so, nee, doch nicht. So, wo ist der Brief? Nee, der ist hinten drin, ne? Oh. Da haben wir auch irgendwo was aufgenommen, ne?
Hier, irgendwelche solche Sahara, Rechnungen, Aufstellungen, Buchhaltung, ich weiß es nicht. Da ist ja hier der ethische Wissenschaftler, Schaffler. Nee, keine Ahnung hier, wir haben nur kurz irgendwas in der Hand gehalten, das ist jetzt nicht mehr hier. Ja, eine Axt hätte ich auf jeden Fall gern, eine Axt, ja. Zur Verteidigung, falls irgendwas wirklich gar nicht gut geht hier. Ja, Einspeisung über HDMI, jedoch keine, kein Bild, kein Signal. Hier ist wieder so ein Roboter. Oh nee, da steht hier so einer, oder? Ja, ich wusste doch, hier ist irgendwo einer am Flennen, ja. Ach so, ich bin ja von hier drüben gekommen. Ich weiß, ja, von hier hinten. Ich dachte mir hier gerade, wie ist das denn gegangen? Ja, genau, weil man hier nicht durchkommt. So ist das. Hier ist nichts. Hier kommen wir auch nicht rein. Dort aber auch nicht. Jo, dann bleibt erstmal nicht viel, ne? Weil hier ist schon ein bisschen wieder was los da drin, kommen mir vor. Hier, was liegt denn hier auf dem Boden rum? Ja, lauter Zeug hier von denen ihrer Arbeit. Oh Mann. Das ist hier auch immer so ein Geheule irgendwie, ne? Was ist denn hier eigentlich los? Ja? Sind das hier Brutkästen oder was? Ich denke mal, hier kommen wir nicht wirklich vorbei, ne? Nee, hier kommen wir nicht wirklich vorbei. Aber irgendwas ist hier am Oh, da hängt aus. Ja, tot drin. Aber es. Irgendwas macht hier so Geräusche, ja. Und das kommt hier, wie das aussieht, hier von ganz hinten. Das war noch nicht alles, denke ich. Oder aber. Ja, hier! So. Ach du grüne Neune. Anwalt ist das, nicht der Richter, der Anwalt. Was ist das hier?
Steckt hier einer drin oder was? Ja, hier haben wir Megan wieder, die Megan. Der Brief, den wir hier aufgenommen haben, der eigentlich leider nur kurz hier am Bildschirm war. Ich denke mal, der ist auch adressiert gewesen von oder an einen von den Zweien. Die Megan, die Kleine, und dann eben hier den Dr. Matthew Cross. Ich nehme an, das ist eben der Vater. Was ist denn hier auch wieder los? Auch eben, ja, bei Megan Cross. Der, was haben die mit dem roten Mann gemacht? Ja, mit der Mahlkreide haben die ihn umgebracht. Na, ist auch nicht gerade nett. Hier ein Einhorn von Megan Cross. Da ist es wieder, ne? Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht zusammen. Hier was. Oh ja. Hier steht das ganz klar, ja. Ja, wir denken, unser Gerät könnte es durchaus schaffen, das Flugzeug hier runterzuholen. Wie es aussieht aus dem Bereich Observations, also Beobachtungen. Ich kann aber nicht erkennen, von wem an wen. Das ist ja mal hier ein Wahnsinn. Und hier ist eine Tür. Was steht hier? Oh, zum zweiten Artefakt. Ja, wo? Wie? Oh, was haben wir denn hier? Nee, oder? Nee, oder? Was ist das? Haben wir hier eine zusätzliche Schlüsselkarte? Nee, oder? Nee, das, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist die gleiche Schlüsselkarte. Ach du grüne Neune, hier ist aber was los. Jetzt mal hier aber vorsichtig. Ich nehme mal hier wieder auch die Taschenlampe raus. Ist hier was kaputt gegangen? Man weiß es nicht, ne? Aber die haben das auch alle so und dann ragt das hier irgendwie raus und... Die haben aber hier ein Zeug zusammengebaut. Oh, da geht's dann zum zweiten Artefakt, nehme ich mal an. Ja, das ist so eine typische Spielepassage, wo man weiß, da drüben ist zu und hier soll es weitergehen. Ja. So, jetzt bin ich mal hier aber gespannt. Wieder mal raus in die Höhlen irgendwo hin. Zum zweiten Artefakt. Das klingt ja hier schon ganz spannend, aber auch verlockend. Wir gehen hier irgendwo rein oder raus oder durch. Hier ist viel Papierzeug, auch ein bisschen hier technische Ausrüstung. Oh, das ist hier unser ROV oder wie der heißt. Ja, das ist hier der komische Roboter hier. Drehen wir ein bisschen rum. Damit wir ohne Kletterwand. Nee, Kletterwand. So, runter geht's an der Kletterwand. Und immer ein bisschen Vorsicht. Ja, man weiß ja nie, wer da unten eigentlich sein könnte oder dann auch ist. Aber jetzt haben wir auf den ersten Blick vorhin, ja komm, lass hier mal los, genau. Sah das für mich ganz ruhig aus. Hier ginge es auch noch mal kurz rauf, beziehungsweise rüber, runter, drunter. Und, so wie das aussieht, bringt das eigentlich nichts, wobei. Oh, doch ein bisschen. Ja gut, man kann hier eher die Aussicht genießen. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder mal hier runter. Und da ist ein Wasser. Okay, Tauchflaschen. Oh Mann. Jo. Uns bleibt nichts anderes übrig. Der ROV ist auch schon da drin. Noch ein zweiter. Ja, das ist eine gute Frage, wo das jetzt hier eigentlich hingeht oder hingehen soll.
Im Wasser ist ja ohnehin. Sag ich erstmal, viel sehr schwierig zu erkennen. Hier könnte. Nee, es geht nicht runter. Es geht hier erstmal rauf. Die Frage ist, wie lange? Oh. Wie lange noch hat sich, stellt sich hier die Frage, und die Frage hat sich hier erstmal natürlich erledigt. Und, ja, wir stehen hier auf jeden Fall vor einer weiteren großen Tür hier. Und ich werde die jetzt erst auch mal aufmachen da. Und öffne hier die Tür zur Gänze. Okay. Wir haben hier einen Haufen Leute, die auf jeden Fall tot sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir hier gar nicht, vielleicht doch nicht allein sind. Ein Haufen Leute sind hier auf jeden Fall gestorben. Ich weiß aber jetzt nicht, woran. Das lässt sich hier optisch, lässt sich das nicht so ausmachen, woran das gelegen haben könnte. Aber das ist auch ein komisches Gebilde hier unten, ne? Ah jo, genau. Oh, oder? Nee. Mit runterspringen ist ja... Oh ja, mit runterklettern ist hier ein bisschen was. Aber die Frage ist auch noch, was ist das hier hinten? Hier ist noch ein Haufen Zeug, Ausrüstungsgegenstände von... Was ist das hier? Hier ist irgend so, als würde die ganze Bude zusammenbrechen, so ein Geräusch. Oh nee. Jetzt haben wir, bevor wir das machen, gucken wir hier nochmal, was da drüben eigentlich los ist. Ja, und laufen hier auch am Geräusch nochmal dran vorbei. Denke ich. So, vorsichtig. Wir wissen ja nicht, was da unten eigentlich ist. Ist hier auch so ein, sag mal, die typische Struktur, wie wir sie eigentlich hier von der ersten Höhle, beziehungsweise mit der Höhle mit dem ersten Schlüsselkartenzutritt kennen. Es scheint hier auf jeden Fall erstmal nicht raufzugehen auf diese Teile, ne? Wobei... Oh, da ist auch noch so ein Toter. Nee, ich denke mal, das ist hier auch nicht so gedacht, ne? Ja, aber ohne dies drüber hinaus gibt es ja eigentlich hier nichts zu holen. Ja, wenn man drauf ist. Aber das ist schon erstmal ganz nett, ja. So ein komisches Gebilde hier inmitten von der Laborhöhlenhöhle. Irgendwie sind wir jetzt in einer Höhle, worauf ein Labor folgte, die auch eine Höhle beinhaltet hat und irgendwie so und so weiter und so fort. So, wir laufen jetzt auch mal dort rüber, wo wir vorhin gemeint hatten.
Und kriechen durch diesen kleinen dünnen Spalt, der sich uns offenbarte. Bitte sehr. Los geht's wieder. Achso, erstmal auch ein Tauchgerätchen wieder ablegen, ne? So, abgelegt bist du, zugemacht bist auch du. Und wir kriechen hier durch die Menge an Gerümpel und... Oh, ja, das ist mal fantastisch, ne? Wir sind hier quasi wieder zurück im Labor und, sehen uns mittlerweile bereits wieder mal mit Kontroversitäten konfrontiert. So, hier ist wieder ein Leichenhaufen. Das ist in dem Spiel, ich sag mal, seit wir hier im Labor sind und auch teilweise in den Höhlen. Das ist schon hier so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht. Als ob das hier irgendwie normal wäre. Ja, ist es aber nicht. Das ist hier grausam, finde ich. Ah, ich will mich hier nicht hinsetzen. Hier auch nicht. Uah. Wirklich. Das ist ja... Fürchterlich ist das. Jo, ein Kaffeeautomat, ne? So, was gibt's? Wie? Nee, da geht's ja ohnehin... gut, das ist gut. Oh. Oh, da ist... Oh. Ich denke mal, da ist jemand ein bisschen gefrustet gewesen, ja? Ja, das komplette Programm hier. Und die Kreuze wieder. Irgendwas ist... Irgendwas ist hier auf jeden Fall im Gange, ne? Mit den ganzen verrückten Leuten hier im Therapiezentrum oder was auch immer das hier sein soll. Ja, komm, lass mich hier mal. Ja, nee, haben wir alles voll hier. Womit wir wieder einmal mehr hier, denke ich, ja, in den Laborbereichen landen. Was ist das, ein Aufzug? Ja, tatsächlich so ein, oh, Schlüsselkarte, das ist hier. Ja, ja. Ja, das ist die reguläre Schlüsselkarte, wie auch vorhin, genau. Das ist hier gut ausgedacht hier. Gewisse Bereiche sind hier mit der Schlüsselkarte zugangsgeschützt. Oh, wir haben ja auch noch die Pistole, fällt mir gerade eben ein. Oh, da macht's mal richtig Kabums, ne? Wenn uns hier einer von Latz läuft, wird dem hier direkt mal von Latz geknallt. Ja, ich meinte gerade eben, ne? In welches Stockwerk fahren wir eigentlich? Und, wo sind wir hier eigentlich? Oh, das mit dem Schnee ist aber hier schon einzigartig irgendwie, ne? Oh, das ist aber schick. Wow. Das mit dem Schnee haben die auf jeden Fall ordentlich hinbekommen. Wobei, hier sind ein paar so Flöckchen mittendrin. Ja, gut. Nee, das ist ein schönes Ergebnis, finde ich persönlich. Oh, jetzt greift er hier zur zweiten Hand. Guck mal hier, Licht. Und dann ist er hier dann mit Animation auch beim Deaktivieren, ne? Guck mal. Oh, das gefällt mir auch gut. Wir sind auf... Oh, da sind wir. Warte mal, heißt das eigentlich, dass wir uns hier als Berg tarnen? Das ist ja die Insel hier. Was ist das denn für ein Raum?
Oh nee, was ist denn hier los? Activate. Ob wir das hier aktivieren sollen, fragt mich das Teil und will die Schlüsselkarte. Weiß ich nicht. Ja, 2-1 Risiko, ne? Nice to meet you, man. That's one hell of a story. Wow. Wow. Ich muss erstmal zugeben, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Entwickler meinten, ihr könnt das Spielende spielen.
aber ich bin beeindruckt und mir fehlen ein bisschen die Worte. Mir gefällt das richtig verdammt gut. Ich werde das jetzt auch erstmal auf mich wirken lassen. Und dadurch, dass es hier in, ich sag mal, grob 5 Tagen auch wieder ein Update gibt. Ja, könnten wir uns wieder hören oder sehen, man weiß es ja nicht. Je nach Inhalte, die hineingepackt werden. Aber ich denke, ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen das Gesehene und Erlebte verdauen. Und lass auch euch die Gelegenheit dazu, ja. So, mal danke fürs mit dabei sein. Das war wirklich ein unerwartetes The Forest-Erlebnis. Alles Gute, alles Liebe und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war die Axt im Walde.